Dann geht das hier zu. Okay. Okay. Die Safe-Dinger sind weg. Die Safe-Dinger, die Tür ist weg. Und was bleibt, sind zwei Safe-Köpfe. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Evil Within. Ich bin immer noch Lil Compass Brain oder einfach nur Yannick. Und wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und das erinnert mich ja gerade mal hardcore an Saw. Heide Witzka, erinnert mich das an Saw. So, diese Badewannenszenerie hier. Ich weiß nicht genau, warum... Wir können die nicht entschärfen, doch. Heute machen wir es mal wieder ganz spannend. Ihr seht da die Kreissäge, nicht? Die wird gleich 100 pro losgehen. Ich glaube, das kann ist jedem klar. Okay. Ja, wir gehen jetzt ja auch in die Klinik rein, in das Beacon Hospital. Und dieses Hospital, das, da meinte ja Ruvik schon, dass er hier so ein paar Fallen gelegt hat, die andere abhalten sollen, hier hinzukommen. Ist da hinten ein Safe-Kopf? Da hinten ist ein Safe-Kopf. Und die Fallen, von denen gesprochen wird, sieht man hier jetzt auf jeden Fall. Auf jeden Fall Fallen. Hey, boah, bist du lustig, Brian. Hey, lustig, Vater, lustig. So. Okay. Und ich weiß nicht ganz genau, wo ich langlaufen sollte, damit ich jetzt nicht irgendwie Kacke baue. So, da hinten ist auf jeden Fall ein Safe. Also es bedeutet ja quasi schon zu 100% zwei Safes sogar. Dass hier jetzt gleich auf jeden Fall noch ein paar Kollegen ankommen werden. So, wir können uns hier erstmal ausrüsten mit ganz viel Munition. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass halt gleich auch hier... Ja, so viel, wie wir hier gerade ausgestopft kriegen an Munition. Das ist. Hier wird gleich die Scheiße abgehen, meine Damen und Herren. Ich freue mich drauf. Wird witzig. So, das heißt, die letzten Folgen werden jetzt dadurch bestimmt, dass man hier jetzt halt wirklich einfach alles gibt, quasi. Gut. Und was passiert denn, wenn wir jetzt von hier aus diesen Hebel betätigen? Dann geht das hier zu. Okay. Okay. Die Safe-Dinger sind weg. Die Safe-Dinger, die Tür ist weg. Und was bleibt, sind zwei Safe-Köpfe. Okay. Jetzt gut drüber nachdenken, was wir machen. Wir benutzen erstmal drei Harpunen und gehen dem Verdacht nach, von dem lieben Daniel, mein Kumpel, dass er nach drei stirbt. Gut, Daniel, wenn du dieses Video siehst, fick dich! Nein, das ist kleiner Scherz am Rande. Aber das war jetzt ja, das war jetzt nicht so nett, ne? Ich dachte, der stirbt. Da hast du mich wohl auf eine falsche Fährte gelockt, oder? So, aber so viel kann der ja wohl nicht mehr aushalten. Ja, der müsste jetzt ehrlich gesagt gleich eigentlich erst echt mal umfallen. Kollege, du bist durchlöchert bis nach Mekka. So, hier müssen wir halt wirklich nur aufpassen, weil da ist diese, sind Sägen. Vielleicht geht es auch darum, dass wir die aussperren. Ja, das war jetzt natürlich nicht ganz so smart. Jetzt haben wir einen in diesem Raum und einen im anderen Raum. Hi. Ich möchte euch eigentlich beide in einem Raum haben. Hallo? Was ist denn mit dir verkehrt? Renn mir halt hinterher, du kranker Typ. So. So, wir haben euch jetzt eingesperrt. Der eine rennt schon da nach rechts. Der kommt dann da wahrscheinlich durch. Richtig? Höchstwahrscheinlich.
Okay, der andere bewegt sich auch langsam wahrscheinlich da zu der Richtung. Okay. Dass die Türen da hinten weg sind, das bedeutet ja eigentlich so viel, dass wir auf jeden Fall... Ja. Hier erst... Ja, leg das ruhig hier erstmal aus. Das ist in Ordnung. So. Hab schon gesehen, dass ihr wieder... Ihr wolltet wieder Rambazamba machen, ne? Hab ich gesehen. Naja, wenn du so die Zielscheibe machst, gerne. Wow, 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 wow. Hi. Oh, jetzt hat er wieder seinen Rennanfall. Habt ihr das gesehen? Munition alle. Manchmal rennt er einfach wie so ein Irrer. Das ist das, was mir ein bisschen Angst macht bei dem. So. Aber wie ihr seht, das ist hier gerade auf jeden Fall ein kleiner Bossfight. So viel dazu. Und einen davon... Oh oh. Wieso kannst du hier drin rennen, aber ich nicht? Ich will echt ungern irgendwie jetzt gleich da drauf gehen, wenn die Stacheln gerade hochgehen. Genau, das wollte ich gerade nämlich sagen. Ich weiß nicht, ob das schlimm... Fuck. Aua. Schnell, geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch. Oh Gott. Nein. Oh nein. Geh doch jetzt nicht von Falle zu Falle. Okay. Macht den Bossfight auf jeden Fall interessanter. Das macht den Bossfight auch auf jeden Fall interessanter. Wenn man... Komm schon! Das ist jetzt assi. Das ist jetzt echt assi. Dass man von einer Falle in die nächste geschmissen wird. Komm! Das wäre... Es gibt manche Momente, die sind einfach derbe lächerlich. Ich meine, komm schon. Da in so einen endlos Scheiß reingeworfen zu werden, dass man instant... Ach. Mäh. Mäh. Lächerlich. Sehr, sehr lächerlich. Moment, wo fangen wir jetzt gerade wieder an? Auch sehr interessant, dass wir hier anfangen. Man hätte auch nicht im Gang anfangen können, sondern direkt hier unten, aber okay. So. Ja, ist in Ordnung. Ja, wer das Teil hier übrigens stehen lässt, der hat echt einen Nagel im Kopf. So viel dazu. Also alle Sachen, die hier rumliegen, die solltet ihr sofort einsammeln. Wenn ihr die später einsammeln wollt, das ist Bullshit. Das wird nicht gut funktionieren. Kann ich euch versichern. Dass sich hier dann alles mit Blut füllt, das ist echt eklig. Nein! Fuck it! Erbärmliche Scheiße. Spritze dein Spritzchen. Ziemlich lächerlich, dass du es jetzt schon brauchst. Ja, bei denen wird das mit den Kältebolzen wahrscheinlich nicht ganz so einfach funktionieren wie bei den anderen Gegnern, die wir sonst so hatten. Die anderen Gegner konnten wir dann ja schön direkt plätten. Das funktioniert hier aber nicht ganz so gut. Denn das sind ein bisschen massivere Typis. Ja, aber Rubik hat auf jeden Fall drüber nachgedacht, wie er uns von sich abhalten kann. Das muss man ihm zuschreiben. Hat er hingekriegt. So. Und ich weiß halt echt nicht, welche
Oder ob wir wirklich auf die Explosivbolzen gehen sollten. Das kann auch sein. Dass wir den erstmal zwei Explosivbolzen reindrücken. Kann auch sein, dass das der schlauste Weg ist. Gesessen haben die auf jeden Fall beide. Kannst du bitte nicht hier... Digga! Ich hasse, ungelogen, ich hasse nichts mehr als etwas, wenn Gegner die Tekken-Taktik machen. Die machen eine Attacke, treffen dich, machen noch eine Attacke und treffen dich direkt nochmal. Hat er es gerade wirklich geschafft, das Teil von alleine zu öffnen? I'm not even mad. That's amazing. Ich gehe gerade übrigens nicht auf einen, ich gehe gerade eher so auf beide gleichzeitig. Moment, die werden von den Teilen verletzt? Moment. Also wenn ihr davon verletzt werdet, könnt ihr da ruhig gerne mal öfter reintreten. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Nein, 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 nein! Geh da doch hoch! Hallo! Wofür hast du denn eine Spacebar? So, und die langsam wird jetzt schon wieder die Munition knapp. Das ist doch lächerlich. Und weil die Munition knapp wird, müssten wir uns jetzt eigentlich um diese Teile hier kümmern. Ich glaube, es gibt keinen The Evil Within-Spieler, der so viele Munitionsprobleme hat wie ich. Aber wenigstens lässt dieser Boss, in Anführungszeichen, Munition für uns droppen. Ist ja auch schon mal was. Ist so gesehen auch echt eigentlich voll nett von dem so. War das einer? Das war einer. Das waren beide? I'm not even mad. That's amazing. Okay. Und noch nicht mal ein Blutteich. Ich will mich nicht beschweren. Ist okay. Machen wir. So und... Ruvik. Ich habe diese Welt erschaffen. Ja, das habe ich schon eingesehen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Das ist auch erstmal nicht meine... Das Auge. Wir sollten uns fernhalten vom Auge. Aber das ist das Einzige, was für mich gerade als Lichtblick wirkt. Ich glaube, wir sollten nicht unbedingt in die Suchlichter. Ich glaube, wir sollten auf gar keinen Fall in die Flutlichter. Nein, 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 nein. Da hatte ich gerade für einen kurzen Moment echt ganz gut Angst.
Ne, hier wären nicht so viele Einkehr... Bungen, wenn wir in die Flutlichter gehen dürften. Halte dich vorm Auge fern. Darum geht's hier doch. Okay, hier kommen wir außen rum. Oh Gott. Nein! Was war das bitte für einen kleinen Bereich, den man hätte treffen können? Was zur Hölle? Oh Gott. Kommt man da überhaupt durch so? Okay. Hat uns gerade zurückgeworfen. Okay. Es ist nichts passiert. Wir sind nicht sofort gestorben. Alles ist in Ordnung. Uns hat das Flutlicht gesehen. Und wir wurden zurückgeworfen. Okay. Okay. Alles in Ordnung. Es ist nichts Schlimmes passiert. Wie soll ich da denn durchkommen? Okay. Das Licht. Oh Gott! Rennen! Ah! Blutlachen! Nicht in die Blutlachen! Blutlachen bedeutet langsam laufen. Oh Gott. Wir sind wieder hier. Wir sind nicht mehr in Ruviks Kopf. Oder in seinem Gehirn. Oder wo wir auch immer genau waren. Ein Fahrstuhl. Diesmal, beim letzten Mal war da ein Gang. Ihr erinnert euch. Können hier schon mal, guck mal, wir können hier wenigstens noch speichern. Wir können hier wenigstens noch ein Dokument machen, hier noch in Ruhe speichern. Ist das nicht schön? Können wir wenigstens. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt weiter. Morgen um 14.30 Uhr, da enden wir. Vielleicht schaffen wir es da wirklich schon zum Ende. Vielleicht ist das schon der finale Part. Who knows? Wir werden es morgen herausfinden. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Wir sehen uns morgen. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Kapurr.